Ich werde heute euch einen kleinen Vortrag halten darüber, was das Raumzeitlabor letztes Wochenende Tolles produziert hat. Nein, ich muss nicht ans Mikro kommen. Das passt schon alles. Genau. Und letzten Samstag, ich erzähle mal die kleine Story dahinter, gab es den ersten TED-Videoabend. Und bei diesem Videoabend geht es halt mal darum, dass man Videos schaut von TED. Und diese Videos haben halt generell diesen Titel Ideas Worth Spreading. Das heißt, tolle Ideen, die man weiterverbreiten möchte und Leuten zeigen möchte. Und im Rahmen des Videoabends haben wir einen Vortrag gesehen, der hieß A Garden in My Apartment und hat sich mit Window Farms beschäftigt. Das sind kleine Gewächshäuser oder Gewächsstrukturen, die man halt an seinem Fenster machen kann, damit man auch selber zu Hause halt einen kleinen Garten haben kann, zum Beispiel, oder Dinge anbauen kann, wenn man möchte. Und voller Elan haben wir uns nach dem Video, nach dem Vortrag umgeschaut, können wir es hier im Bronx halt aber auch umsetzen. Und haben gedacht, ja, das fehlt uns noch, nachdem wir den letzten Projekten von so einem grünen Daumen bewiesen haben, angefangen von dem Dose-Projekt über die Raumzeitlabor-Kresse, dachten wir uns, warum nicht irgendwie eine nette Hydrokultur, die es schafft, irgendwie ins Raumzeitlabor ein bisschen grün zu bringen, die hier ein bisschen Pflanzen reinbringt und die im Endeffekt auch nette Kräuter oder auch irgendwie Erdbeeren oder sonstige leckere Pflanzen halt ins Raumzeitlabor bringt. Genau, hinter mir seht ihr schon eine Grafik, die das Ganze illustriert, wie sowas funktioniert. Ihr seht, dort ist ein großer Wassertank, den gibt es demnächst auch hier. Und dieser Wassertank enthält eine Nährlösung. Diese Nährlösung wird halt von den Pflanzen gebraucht, damit sie überleben können. Da sind halt alle wichtigen Nährstoffe drin und halt natürlich auch das Wasser, was die Pflanzen zum Überleben brauchen. Das Wasser wird mit einer speziellen Pumpe hoch befördert und dann durch verschiedene Stufen, ich kann es mal hier zeigen, diese Stufen hier, tröpfelt das Wasser dann so nach und nach runter. Die Wasserhochbeförderung funktioniert mit Luftdruck und nicht, wie man denken könnte, mit einer Wasserpumpe, weil es einfach energieeffizienter ist und nicht so laut ist. Das haben die Leute, die das Ganze ausgedacht haben, innerhalb von ein paar Jahren halt so entwickelt, dass sie halt eine optimale Lösung finden wollen. Ich zeige dazu auch noch gleich ein weiteres Bild. Genau dasselbe wollen wir hier im Raumzeitlabor auch machen. Die Flaschen sind organisiert, die Grundstruktur ist organisiert. Das seht ihr hier rechts von mir, beziehungsweise von euch aus links. Das ist so eine alte Stehlampe, die wir auf dem Schrott hier gefunden haben und einfach weiterverwenden wollten. Und wir machen so ein tolles Recycling, indem wir sie einem weiteren tollen Projekt zufügen. Und das gleiche mit auch das alten Kabel, alten Platten. Und im Endeffekt brauchen wir sehr, sehr wenig neue Bauteile und können damit auch sehr, sehr viel Recycling betreiben, was dann auch wirklich der Umwelt auch ein bisschen zugutekommt immerhin. Was jetzt noch zu tun ist, wir haben das Grundgerüst. Es müssen auch die Flaschen dort angebracht werden, es muss eine spezielle Boden-Mineral-Gemisch besorgt werden, was halt dann in die Flaschen kommt, damit die Pflanzen dort gedeihen können und natürlich auch Pflanzensetzlinge. Und da hoffe ich und die anderen, die im Projekt noch beteiligt waren, das waren Rako und Don natürlich, dass wir noch tolle Ideen finden, was man da im Endeffekt reinsetzen könnte, nette Leute finden können, die irgendwie Lust haben, auch ein bisschen rumzuschrauben, rumzubauen, rumzukleben und sich einfach nochmal ein bisschen damit beschäftigen wollen. Weil es ist natürlich schöner, wenn viele Leute im Endeffekt wissen, wie sowas geht, um es eventuell auch zu Hause zu machen. Wie sowas nachher am Ende hier auch aussehen kann, wenn wir erfolgreich sind, zeigt das nächste Bild. Das ist eine sehr große Window Farm, für ein Fenster halt ausgelegt. Die funktioniert so, dass man vier hängende Bereiche hat. Und in diesen hängenden Bereichen kann man alles anpflanzen. Angefangen von Erdbeeren über Salatköpfe ist es halt möglich, dort sehr viele Pflanzen unterzubringen. Und das ganze System läuft halt so durch, dass man nur hin und wieder mal die Nährlösung nachfüllen muss und gegebenenfalls so kleine Gärtner arbeiten, die welke Blätter abschneiden oder mal abzupfen. Das ist natürlich so ein bisschen um die Pflanzen zu kümmern. Allerdings in so einem Rahmen, dass es auch hier im Hackerspace funktioniert und nicht sofort nach der ersten Woche eingeht. Also da braucht man, das ist nicht so pflegeintensiv wie ein eigener Garten im Grünen. Das weitere tolle ist hier im Raumzeitlabor. Wir haben hier vier ungenutzte Fenster, wenn ihr euch mal umdreht, Fensterfront. Die nie benutzt werden, wo immer Vorhänge vorhängen. Und diese Vorhänge, beziehungsweise Fenster, werden prädestiniert dafür, dass man so eine Window Farm da einfach hinhängt. Einfach deswegen, weil die Fenster sowieso nicht genutzt werden und wir so halt noch einen tollen Beitrag leisten könnten, dass wir hier noch ein bisschen Grün drin haben, dass wir hier ein paar nette Pflanzen drin haben und im Endeffekt auch davon profitieren können, wenn wir zum Beispiel was kochen und frische Kräuter haben oder Erdbeeren haben oder mal einen Salatkopf selber züchten können. Und es wäre halt nett, wenn das erfolgreich wird. Deswegen auch der Prototyp und wenn es dann klappt, wollen wir etwas größer werden. Wer Lust hat mitzumachen, kann mich gerne ansprechen und ich werde gleich auch noch nach den Vorträgen noch ein bisschen daran rumbasteln. Wer sich da anschließen möchte, einfach vorbeikommen, fragen. Ich
kann ich gerne nochmal weitere Ressourcen und Links zeigen, wie wir uns das gedacht haben, wie es jetzt andere Leute gedacht haben, und freue mich auf rege Beteiligung. Ach ja, wenn Fragen sind, fragt mich. Wichtigste, das sind jetzt PET-Flaschen, die dann so kopfüber da hängen? Genau, das sind solche Flaschen wie extra, um keine Gleichwerbung zu machen. Da habe ich ganz viele tolle Multivitaminsaft getrunken. Das sind einfach normale Flaschen, die man halt ineinander steckt. Mhm. Und werden die dann seitlich aufgeschnitten, dass die Pflanze da genau, ausschaut? Genau. Und die Flaschen werden mit Granulat gefüllt? Genau, das ist so ein spezielles Mineral. Und das Mineral, das ist halt auch im, das Ganze nennt sich halt Hydrokultur im Deutschen, speziell dafür gemacht. Und das findet man eigentlich jedem Fachgeschäft für Pflanzen. Und darin wachsen sie halt. Also sie haben keine Erde mehr, sondern sie bilden auch nicht die normalen Wurzeln, die du kennst. Sondern wie ich das bisher recherchiert habe, behalten sie die Wurzeln, die sie noch als Keimling haben, die speziell dafür da sind, viel Wasser aufzunehmen. Und das Wichtige ist daran, dass die halt noch ein gutes Verhältnis zwischen Luft und Wasser bekommen. Deswegen ist es auch so ein Granulat, dass da trotzdem genügend Luft an die Wurzeln rankommt. Man könnte die Pflanzen auch irgendwie direkt irgendwie im Wasser halten. Dafür gibt es auch spezielle Pflanzenarten. Das Problem ist, dass sie halt an Sauerstoffmangel meistens sterben, wenn du nicht extra Sauerstoff hinzufügst zu diesen Nährlösungen, wie sie dann schwimmen würden. Und dieses System basiert halt darauf, dass halt die Nährlösung von oben nach unten durchtropft, dadurch halt diesen Durchfluss hat und diese Zirkulation und gleichzeitig noch durch dieses Granulat genügend Luft an die Wurzeln rankommt. Druck aufgebaut in der Flasche, das steigt dann. Also das Tolle ist an diesem Prinzip mit dem Luftdruck, das ist quasi, das ist sogar noch drüben auf einer Tafel zu sehen. Man hat quasi einen Schlauch, der nach oben gerichtet ist, und dadurch beim Schlauch werden Luftblasen injiziert. Der Schlauch ist allerdings da, wo die Luftblasen in den Schlauch hineingepustet werden, noch unter Wasser. Und dadurch füllt sich der Schlauch nach mit Wasser und die einzelnen Luftblasen drücken quasi das Wasser halt immer weiter nach oben. Und wenn nachher oben nichts mehr ist, wo es also kein Schlauch mehr ist, zerplatzen quasi Luftblasen mit so einem netten kleinen Geräusch und Wasser kommt dann da so ein bisschen raus. Also es tröpfelt nur, es ist kein starker Fluss, aber es reicht aus, um diese Hydrokulturen halt am Leben zu halten. Danke fürs Zuhören.